zweiten Spielminute. Eckball Nummer 6 für Norwich City. Hier sitzt kaum ein Zuschauer. Freudetrunken die Anhänger der Kanarienvögel. Krug. Geht es noch einmal darum, Zeit rauszuholen. Matthäus gegen Sutch. Und Einwurf für Bayern München. Sie sehen es oben rechts, schon über die Zeit gespielt. Mike Walker. Der größte Triumph sicherlich für ihn, für seine Mannschaft. 1:1 das Endergebnis hier zwischen Norwich City und Bayern München. Und damit ist der Rekordmeister aus Deutschland raus aus dem UEFA-Pokal. 5 deutsche Mannschaften weiter, einer hat es nicht geschafft. Der FC Bayern München. Die zweite Halbzeit von Norwich City sicherlich überragend hier. Da hat man aggressiv gespielt, war die bessere Mannschaft auf dem Platz. Und die Bayern-Spieler gehen jetzt noch einmal in die Kurve ihrer Fans. Einige hundert sind ja mitgereist. Jeremy Goss, Brian Gunn. Und ich höre, dass mein Kollege Andreas Diek unten am Spielfeldrand Lothar Matthäus hat. Lothar, was ist der Grund Ihrer Erregung? Ich glaube, es waren einige Verzögerungen da und es waren ganz sicher 3 Minuten zum Nachspielen. Aber was soll man machen? Er hat den Nachspielen lassen, das Spiel ist aus, wir sind ausgeschieden und es ist traurig genug. Wunder gibt es immer wieder, leider nicht alle Tage. Was war denn bitterer für Sie? 88 das Ausscheiden mit Inter oder heute hier mit Bayern? Doch ein Schmarrn, wenn wir von 88 anfangen. Wir sind heute mit FC Bayern ausgeschieden in der zweiten Runde. Wir waren in beiden Spielen, wenn man zusammenrechnet, die bessere Mannschaft, nur die Chancenausnutzung. Bei Norwich war eben besser und deswegen haben sie gewonnen und sind in die nächste Runde eingezogen. Man hätte es eigentlich in der ersten Halbzeit klar machen müssen, da hatten sie sehr gute Chancen. In der zweiten Halbzeit war Norwich doch ziemlich stark. Ja, aber klare Chancen hatten sie eigentlich auch nicht. Und deswegen, wie gesagt, wenn man 180 Minuten zusammenzählt, hatten wir mehr Chancen, mehr Spielanteile. Aber wie gesagt, die Tore zählen, sind entscheidend im Fußball. Und ich wiederhole mich, da hat Norwich eben 3 gemacht und wir nur 2. Okay, danke Lothar Matthäus. Und wir zeigen Ihnen jetzt noch, was Sie am nächsten Wochenende sinnvollerweise tun können. Ein rasanter, beinahe Kollege von mir gibt Ihnen den Tipp für Sonntag.